Servus YouTube und willkommen zum neuen Video. Heute bauen wir meine Vakuumpumpe bzw. Unterdruckpumpe von der Bremsanlage aus und neu ein. Das ist die neue Pumpe. Das Problem war, dass wenn der Bus im Leerlauf steht, dass es da immer so ein bisschen geklackert hat. Dann haben wir uns ein bisschen informiert und herausgefunden, dass es eben an dieser Pumpe liegt. Herausfinden, dass es wirklich an dieser Vakuumpumpe liegt, könnt ihr, wenn ihr an der Bremse ein bisschen durchdrückt und eben die Bremse durchpumpt. Und wenn dann das Klackern aufhört für eine kurze Zeit, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es an dieser Vakuumpumpe liegt. Man kann auch noch testen, ob da Öl rauskommt, wenn man, glaube ich, hier oben den Schlauch abzieht. Haben wir es nicht gemacht, aber wir haben aus vertrauten Quellen uns sagen lassen, dass es sehr wahrscheinlich diese Pumpe ist. Deswegen bauen wir die heute aus und nehmen euch mit. So, Freunde, wir sind jetzt drunter und ihr seht, hier ist das rechte Rad, dass ihr wisst, wo wir sind. Jetzt geht ihr einfach hier einmal rüber. Und relativ, also ein bisschen weiter rechts als mittig, ist dann die Pumpe. Das haben wir hier schon abgezogen, das gehört ihr eigentlich drauf. Mit ein bisschen Schmackes einfach wegziehen. Die Schraube, die untere Schraube ist hier einmal oben. Das ist die hier. Die bei mir so richtig schwarz ist. Die da. Und die obere Schraube, die ist... Von hier sieht man die eigentlich gar nicht. Da müssen wir von oben oder von vorne einmal ran. Das gucken wir jetzt dann gleich. So, die untere Schraube, die haben wir euch ja schon gezeigt. Und um an die obere hinzukommen, also man kann sie ertasten von unten schon. Man sieht sie auch von oben schon ein bisschen. Aber man kommt nicht hin. Der 13er Schlüssel hier zum Beispiel, der ist viel zu lang, viel zu kantig. Keine Chance. Das heißt, jetzt muss die vordere Blende weg. Und dann das Zeug dahinter muss auch weg. Damit wir überhaupt an die andere Schraube hinkommen. Also wir haben es jetzt fast weg. Und das hängt alles zusammen. Das heißt, diese Komponenten hier oben, das weiße hier und das schwarze hier, die drei hängen zusammen. Oben soll es normal mit Schrauben befestigt sein, war bei uns nur mit Kabelbindern. Der hier unten an dem weißen, da ist es nochmal mit einfach zum Einklacken befestigt. Das heißt, sachte einfach nach hinten wegziehen, rausziehen. Und wenn es nicht rostig ist, so wie bei uns, dann bricht es euch auch nicht ab, sondern gleitet einfach raus. Und hier unten am schwarzen ist nochmal ganz links und ganz rechts jeweils eine Schraube, die noch aufmachen und dann könnt ihr es wegnehmen. So, jetzt haben wir die Schrauben auf. Tada, jetzt habt ihr einen Teil eurer Frontschürze in der Hand. Cool. Das sieht jetzt schon so richtig krass aus. Als hätte ich voll einen Plan, oder? Ja. So sieht es jetzt aus und jetzt müssen wir erstmal dieses obere Blech hier wegnehmen, dass wir unten besser hinkommen. Das sind einfach nur zwei Schrauben, einmal hier ganz links und einmal die auf der anderen Seite ganz rechts. Die beiden Schrauben sind gelöst und ich habe es falsch gesagt. Das hängt alles zusammen. Das heißt, das hängt mit dieser ganzen Maschette hier komplett zusammen. Wir haben es jetzt hier einmal rüber gespannt, damit wir es nicht rausholen müssen. Weil wenn ihr es rausholen wollt, müsst ihr die ganzen Schläuche hier, da zum Beispiel, und das ganze Elektrozeug, da müsst ihr alles aufmachen bzw. wegmachen und dann später natürlich wieder hinmachen. Wegmachen, wenn ich das Problem hinmachen, habe ich ein bisschen mehr Angst, dass dann irgendwas übrig bleibt oder irgendwas nicht passt. Und deswegen probieren wir es jetzt erstmal so. Ist auch viel einfacher. Und ihr seht, hier unten ist ja die Druckpumpe. Und da ist die Schraube, die wir brauchen. Jetzt habe ich gerade bemerkt, dass hier ein Stahlding ist. Also dass es gar kein flexibler Schlauch ist. Müssen wir jetzt gleich schauen, wie wir da hinkommen. Aber vielleicht kommen wir so mit einer kleinen Ratsche da schon hin, die dann hier um den Bogen geht. Das wäre natürlich das Coolste. Also, probieren wir es aus. So, my friends, wir haben es endlich aufbekommen. Wir haben jetzt insgesamt 2 Stunden circa gebraucht, um diese scheiß Schraube aufzubekommen. Und kleiner Tipp, es gibt ja verschiedene Schraubenschlüssel. Mit verschiedenen Kröpfungen. Das bedeutet, es gibt ja einmal einen zum Beispiel mit so einer, wo es hier so gebogen ist. Dann, wo es direkt gerade ist, und ein, wo es zum Beispiel ein bisschen gebogen ist. Wir haben es jetzt mit dem aufbekommen, der ziemlich gebogen ist, weil man da am besten hinkommt. Dann habe ich unten dagegen gehalten, dass die
dass der Schlüssel nicht von der Mutter abrutscht und dann einfach rumgewaltet, bis es ging. Also ich bin von hier, also unter diesem Stahlding hier, bin ich draufgegangen. Dann bin ich hier von unten mit der Hand reingegangen und habe unten da dagegen gehalten, also am unteren Punkt vom Schraubenschlüssel. Und dann könnt ihr es rumdrehen. Also zum Aufmachen, um mehr Kraft aufwenden zu können, braucht ihr so einen relativ kurzen 13er Schlüssel. Und den könnt ihr dann da oben durchschieben. Hier. So, einmal Richtung nach oben. Dann setzt ihr ihn auf die Mutter. Und am besten seid ihr zu zweit, dass einer unten dagegen hält, dass er nicht von der Schraube wieder runterplumpst. Und der andere kann oben, weil hier hat man ein bisschen Spielraum, dass man hin und her gehen kann. Dann hat man einfach mehr Kraft. Und sobald er dann relativ locker ist, braucht ihr einen abgeflexten 13er, damit ihr es richtig locker machen könnt. Geht halt deutlich schneller dann. Weil wenn ihr den hier da drauf setzt, von unten ist da extrem wenig Spielraum. Also diese Schraube haben wir von da oben gerade gelöst. Und jetzt kann man das einfach abnehmen. Das haben wir davor schon abgeknipst. Der ist wichtig, den nehmen wir auf. Und da ist das Ding. So. Da hätten wir eigentlich merken müssen, wie er rausgekommen ist. So, wir haben jetzt hier nochmal die zwei verglichen und schaut auf jeden Fall nochmal auf die Teilnummern. Steht einmal hier unten dran und hier dran. Wir haben jetzt hier hinten einmal die Ziffer 4 und hier ist es die letzte Ziffer 0. Jetzt haben wir aber auf den Lieferschein geschaut nochmal und hier wurde auch nochmal extra ein Aufkleber drauf gemacht mit 0 hinten. Das heißt, ich denke, dass sich entweder die Teilnummer da geändert hat. Oder man das einfach für einen anderen Motor auch noch geht und für den Motor. Also sonst hätten die uns ja das nicht zugeschickt und extra den Aufkleber drauf gemacht. Das heißt, passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir den Stopfen hier vom alten auf den neuen drauf tun. So, das auf keinen Fall vergessen. Jetzt haben wir hier den Stößel ja noch. Und da müsst ihr schauen, es ist auf einer Seite ist der Rand außen dicker als auf der anderen. Und ihr müsst den nehmen, wo der Rand außen dünner ist. Das heißt, hier ist ein größerer Kreis innen drin. Haltet es mal gegen das Licht, dann sieht man es noch mal ein bisschen. Sieht man das irgendwie? Genau, und die Seite mit dem großen Kreis muss zur Pumpe dann hin. Das heißt, das kommt dann hier drauf. Also hier oben, hier in diesem Loch, da kommt der Stößel rein. Hier und dann drauf die Pumpe. Der Stößel ist jetzt drin, den halte ich jetzt kurz fest. Die Pumpe, die kommt so rum, dass dieser Noppel Richtung vorderes Auto guckt. So. Dann nimmt man sich die Mutter. So, natürlich nicht vergessen, die Unterlegscheibe, die haben wir jetzt nicht drauf gemacht. Heißt, wieder die Mutter abmachen. Und dann Unterlegscheibe. Und dann die Mutter. Hält jetzt bestimmt gar nicht runter, oder? Easy. Und dann. Krass. Die Mutti. So, da haben wir unseren abgeschnittenen Schlüssel. Damit ziehe ich die jetzt wieder fest. So, die neue Vakuumpumpe ist dran. Wir haben die beiden Schrauben jetzt festgemacht. Und jetzt dürft ihr nicht vergessen, den Noppel da wieder drauf zu drücken. Und zwar richtig ordentlich, so fest ihr ihn drauf bekommt. Also wir starten jetzt den Motor und gucken mal, ob das immer noch klackert.